Gerade in der Erziehung ist es oft eine Herausforderung und ein Streitfaktor zwischen den Eltern und Kindern Grenzen zu setzen, ohne die Kinder dabei in Watte zu packen oder ihre Freiheit dabei einzuschränken. Dazu haben wir eine Volksschulpädagogin gefragt. Derzeit ist sie Professorin an der Pädagogischen Hochschule Salzburg und selbst Mutter einer Tochter. Frau Professor Niederreiter, wenn Sie an die Erziehung Ihrer Tochter denken, gibt es in Ihrer Familie Erziehungsregeln? Ja, selbstverständlich gibt es Erziehungsregeln, die auch ziemlich klar dargelegt oder abgesprochen sind zwischen den Mitgliedern in der Familie und die aber auch nicht immer ganz klar eingehalten werden. Okay. Wie sprechen Sie sich mit Ihrem Mann ab? Gibt es ab und zu Unstimmigkeiten? Ja, die gibt es natürlich auch. Also das Absprechen funktioniert manchmal sehr spontan. Manches Mal auch nur über Blickkontakt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt etwas sehr Wichtiges zu entscheiden, dann reicht sozusagen der Blick auch hinüber, damit ich da Zustimmung finde oder umgekehrt. Aber so die Grundtendenz, die Grundregeln, wie wir sozusagen, worauf wir Wert legen, die sind abgesprochen. Beeinflusst Ihr pädagogisches Wissen Sie in Ihrer Erziehung? Gute Frage. Grundsätzlich ja, aber sobald die Emotionen mit an Bord sind, ja, vergisst man manches Mal also so diese pädagogischen Grundregeln und merkt, wie schnell es geht, dass man da besonders gut aufpassen muss, nicht in ein akutes Handeln zu verfallen. Also da hilft es mir dann natürlich schon, mich zurückzunehmen, bis 10 zu zählen, herunterzukommen, zu merken, ich bin die Erwachsene, ich habe darauf zu achten, dass ich eben nicht in diesen Emotionen, die sehr stark sein können, verloren gehe. Können Sie sich an eine Situation erinnern, an der Sie an Ihre Grenzen gestoßen sind? An mehrere. Ich kann mich an mehrere Situationen erinnern. Ist natürlich jetzt sehr persönlich, wenn ich das erzähle, aber eine gab es, wo ich dann abgerauscht bin, mich auf der Toilette eingesperrt habe, damit ich mich wieder überholen kann. So hat sie mich an meine Grenzen gebracht, mit 4 Jahren, glaube ich. Ja, wo ich mir dachte, wenn ich mich jetzt nicht rausnehme aus diesem Disput, dann kracht's. Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen? Schwierige Frage. Ich denke, dass die Art und Weise, wie ich es bislang gehandhabt habe, eine gute Art und Weise ist, vielleicht in manchen Situationen mich noch ein bisschen stärker im Griff zu haben, könnte auch nicht schaden, aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich es nicht ändern. Würden Sie der Aussage zustimmen, dass eine Grenze in der Erziehung ein schmaler Grat zwischen Einschränkung und sich selbst überlassen sein ist? Ja, definitiv. Also wirklich immer so diesen Weg zu finden, dieses Paradoxon so ein bisschen einzuhalten. Eigentlich lasse ich sie los und möchte ich sie ja selbstständig machen. Andererseits umfange ich sie und möchte sie festhalten. Und da diesen Weg zu finden, wie viel schränke ich ein, wie viel lasse ich zu, wie viel gebe ich ab, ist eine Gratwanderung und die darf man auch immer wieder aufs Neue überdenken und ist immer wieder eine Herausforderung, ist aber auch eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Wie wir gerade gehört haben, sind Grenzen und Regeln in der Erziehung notwendig. Wichtig ist es jedoch, einen guten Mittelweg zu finden, ohne sein Kind in Watte zu packen und die Freiheit zu bewahren. Eltern sollten ihren Kindern die Chance geben, möglichst viele eigene Erfahrungen zu machen. Welche Regeln man für gut und richtig empfindet, kann jeder individuell entscheiden.